Wir, der Cineaster, wir sind ein Kino von Studierenden für Studierende. Wir zeigen jeden Dienstag und Mittwoch einen Film in Hörsaal 3. Beginn ist immer um 20 Uhr. Wir sind momentan 10 Leute aus allen verschiedenen Fachrichtungen. Also wir haben Psychologen bei uns, Anglisten, Philosophen, welche aus der Geschichte. Also wir sind wirklich ein bunt zusammengewürfeltes Team, auch mit unterschiedlichen Filmgeschmäckern. Und ja, unsere Aufgaben verteilen sich momentan auf diese 10 Leute. Wir legen schon großen Wert darauf, dass wir einen kulturellen Anspruch auch irgendwie erfüllen. Also, dass wir nicht nur Blockbuster drin haben, sondern auch zum Beispiel Dokumentation, Animationsfilme, Filme, die vielleicht auch in Skandinavien produziert worden sind oder in Frankreich. Deutsche Filme haben wir auch schon mal im Programm gehabt. Also, dass wir wirklich ein bunt gewürfeltes Kinomüsli am Ende zusammenstellen und das dann auch jedes Semester bereitstellen können. Wenn das Programm steht, dann gibt es bei uns wirklich was zu tun. Also wir müssen das Plakat gestalten, das wir jedes Semester anbieten. Wir müssen die Flyer drucken lassen. Wir müssen gucken, dass die Terminbestätigung von den Verleihen alle da sind, dass wir die ersten Filme schon mal da haben, damit wir zu Semesterstart auch loslegen können. Wir müssen die ersten Schichten verteilen. Wir müssen gucken, dass wir Geld in der Kasse haben. Also wir müssen auf wirklich sehr viele Sachen achten. Und in den Semesterferien gibt es eigentlich immer was zu tun, genau wie im Semester. An Formaten hat unser Kino zunächst mal das konventionelle analoge System hier mit den 35mm Kunststoffrollen. Zunächst mal muss die Filmrolle, auf der der erste Teil des Films ist, oben in den Projektor eingehangen werden. Dann muss der Film durch die Schlaufen und Walzen des Projektors und vor die Bildkammer dann quasi richtig eingelegt werden. Und das ist schon ein Spezialfall. Und der auch immer seltener wird und wo auch nicht mehr so praktiziert wird im kommerziellen Kinobetrieb. Nachdem der Film gestartet wurde, gibt es Folgendes noch zu beachten, dass man schauen muss, ob das Bild versetzt ist, ob das Bild verzerrt ist eventuell, ob der Ton zu laut ist, ja, oder ob irgendwelche Lichtquellen im Hörsaal noch vergessen wurden auszuschalten oder ob man vergessen hat, die Notausgangsschilder abzudecken. Ja, so Kleinigkeiten daneben. Ich muss sagen, mir macht es auch immer noch sehr viel Spaß, auch für Leute, die es interessiert, dann eine schöne Kinovorstellung zu machen und einfach zu sehen, dass die Leute da zufrieden rausgehen auch.